Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, genauer gesagt. Und zwar zu einem ganz einfachen Minecraft Singleplayer Let's Play. Das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich spiele, gut, nebenbei wie man im Recipe-Druckspiel spiele ich auf einer der neueren Versionen. Genauer gesagt auf der neuesten, die aktuell verfügbar ist. Und das ist ein Snapshot 17W46A, glaube ich. Ja, wieso mache ich das? Einfach, wieso sollte ich es nicht tun? Ich habe einfach nur Bock, so ein bisschen Minecraft zu spielen. Vanilla, nicht Singleplayer, da komme ich gleich dazu. Ist dann einfach mal ganz normal so ein bisschen Minecraft. Und ja, das werde ich nicht alleine tun. Also aktuell bin ich alleine. Ich habe auch noch nichts geplant irgendwie mit irgendjemand anderem. Aber ich denke mal, da wird sich schon irgendwas ergeben. Und ja, ich möchte das Ganze auch nicht so strikt einfach nur ein ganz normales Singleplayer-Display machen. Mit erst das eine, dann das andere, hier das, hier so. Sondern ich möchte das Ganze so ein bisschen im Craft-Attack-Style halten. Außer Roleplay. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil ich es nicht kann. Und hier gerade mal den Eichenbaum ab. Und es wird gerade Nacht, denn ich habe das Ganze auf einem Server laufen. Und da habe ich gerade eben noch ein bisschen was bei OBS checken müssen. Und das scheint ein wenig länger gedauert zu haben. Und daher wird jetzt schon Nacht. Und ja, ich werde mir hier keinen Zwang antun. Ich werde mir hier nichts irgendwelche Ziele setzen. Boah, krass, jetzt von hier bis da, los. Und ja, ich werde hier einfach mal so ein bisschen ganz gemütlich Minecraft spielen. Mit euch, mit anderen. Monster sind, soweit ich weiß, an. Heißt, wir sollten uns dann auch mal mindestens ein Holz Schwert bauen und natürlich falsch. Ja, ich werde das Recipe-Book nicht so häufig verwenden. Das ist gerade relativ ruhig. Aber ich kann nicht zoomen. Weil, na, wir spielen noch einen Snapshot und ich habe kein Optify. Aber ja, ich habe die Welt übrigens gerade eben auch zum ersten Mal gesehen. Und ich habe das Gefühl, da hinten wird geil. Wir gehen einfach mal dahinter. Oh, hier aber noch ganz kurz. Ah ja. Ein Monster. Und schon gleich ein erstes Advancement. Und ja, hier gibt es definitiv Monster. Ich werde mir erstmal den Punkt hier, den Spawn. Oder werde ich mir den markieren? Ne, ich werde mir den nicht markieren. Ich werde hier einfach mal komplett YOLO in den Wald gehen. In den dunklen, tiefen Wald. In der dunklen Nacht. Und hier ist eine Schlucht. Und da werden wir vielleicht irgendwann anders mal hingehen. Denn ich möchte hier den Schwerpunkt auch nicht so auf, wie bereits erwähnt, auf, da ist ein Creeper, da ist ein Zombie. Auf Zeit setzen, in der und der Zeit möchte ich die und die Ziele haben oder so. Und ich werde einfach ein bisschen Spaß haben. Unser erstes Loch. Mensch, war doch gar nicht mal so übel, ne? Ja, ich hab das dumme Gefühl, ich hätte die Zeit nochmal zurücksetzen sollen. Und wir haben Pilze. Okay, vielleicht bauen wir uns doch im Spawn erstmal so eine kleine Behausung. Ist nicht aus Erde, aber ja, toll. Einfach damit wir mal irgendwas haben. Und ja, das. Am Anfang werde ich die Folgen noch relativ uncut lassen, aber irgendwann werde ich dann einen Großteil rausschneiden. Ich muss dran denken, wir haben immer nur noch ein Holzschwert. Da hinten ist ein Skelett, da ist eine Spinne, da ist ein Enderman. Ja, ne? Ich muss jetzt erstmal das Zombie-Fleisch hier essen. Und ich müsste theoretisch auch noch eine Sache umstellen, aber das werde ich mal lassen, da wir hier auf einem Server spielen. Und somit trotzdem alles weiterlaufen würde. Und ich glaube, das war keine gute Idee mit dem Zombie-Fleisch. Okay, warten, bis der Hungereffekt weggeht. Das dauert noch ein bisschen. Und durch meine Skills
Und währenddessen kann ich mir hier mal wunderbar eine Spitzhacke machen. Und jetzt ist er weg. Ich werde mich hier einfach mal, ich werde die Nacht nutzen, um mich mal hier einfach runterzugraben. Nein, was sollen wir sonst machen? Unten sind Monster, oben sind Monster. Nebenbei, ich brauche hier mal wenigstens so ein bisschen einen schönen Eingang. Ich dachte gerade, wir hätten irgendeinen Effekt bekommen von irgendwas. So, jetzt werden wir auch natürlich erstmal die Steinspitzhacke machen. Da wir hier natürlich in einer der neueren Versionen spielen, sind auch alle neuen Mobs, alle neuen Dungeons. Alles ist da. Alles Neue. Und wieso kann ich noch Fackeln machen? Habe ich Kohle? Ach ja, da war ja noch die Schlucht. Da unten ist Eisen, das hätte ich gerne. Da unten sind noch Monster, die hätte ich gerne nicht. Da unten ist Lava. Ich weiß nicht, ob ich die gerne hätte. Also später vielleicht mal, aber jetzt aktuell noch nicht. Toll. Ich werde das Skelett einfach mal versuchen zu ignorieren. Hier voller lahmendes Eisen abbauen. Dann haben wir schon ein bisschen was wenigstens. Und wie gesagt, am Anfang werde ich das noch so ein bisschen drin lassen, auch wenn ich hier meine Sprechpausen raus... Ach, da unten. Wenn ich meine Sprechpausen rausschneide, da unten ist mehr Eisen. Hätte ich eigentlich auch gerne. Aber irgendwann werde ich es einfach lassen. Und ich werde dann auch, denke ich mal, in der nächsten Folge, denke ich schon, dass ich dann so das ein bisschen mehr schneiden und ein bisschen mehr auch einfach überspringen werde. Weil, Hand aufs Herz, gibt es euch wirklich, da hinten ist Kohle und Eisen und ein Skelett. Hier scheint ein Tintenfisch gestorben zu sein. Okay, Eisen spawnt hier scheinbar zu Genüge. Hab die neueren Versionen jetzt nicht mehr so aktiv gespielt im Vanilla-Modus. Daher weiß ich das nicht mehr. Also bitte werft mir das nicht vor. Ebenfalls zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Rezepte und irgendwelche neuen Rezepte nicht mehr weiß und die im Recipe-Book nachschlagen muss. Aber ich hoffe einfach mal, dass mein Basic Knowledge noch so weit ausreicht, dass ich zumindest den Standard-Kram hinbekomme. Die Kohle haben wir jetzt hier auch. In die Richtung, vielleicht ist da ja noch irgendwas aus einer Höhle. Aber scheinbar nicht sehr viel. Und ich weiß, dass wir uns eigentlich auch schon Eisenwerkzeuge machen könnten, aber... Da kommt was. Ein Creeper. Ja, leck mich doch am Arsch. Nö. Ja. Uff, ich habe irgendwie wieder Respekt vor Creepern. Da ist ein Skelett, aber... Ach, Eisen, Mann. Ich habe mir einfach jetzt noch einen neuen Crafting-Table und neue Sticks und ich hätte das nicht machen müssen, weil ich noch genug habe. Ist aber egal. Machen wir jetzt erstmal ein Steinschwert. Nein. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß, ich hätte gerade eine Schallplatte bekommen können, aber das ist mir jetzt egal. Also erstmal hier zu überleben. Und ich glaube, darauf kommt es auch an, weil wenn ich hier abnippe, dann ist es nicht so nice. Und ich nehme jetzt erstmal nur das Eisen mit. Und die Kohle und dann gehe ich auch, dann verpisse ich mich wieder nach oben, ne? Und gehe mal ans Haus bauen, weil Rohstoffe haben wir dann zumindest für den Anfang, glaube ich mal, genug. Auch wenn ich weiß, natürlich Kohle kann man nie genug haben und ich könnte jetzt hier natürlich auch den Kohle-Song singen, aber wieso sollte ich? Ich meine, wir spielen Minecraft und sind nicht Gronkh. Auch wenn ich natürlich nichts gegen Gronkh habe. Aber das muss jetzt nicht sein. Und das hört sich nach einem neuen Garten. Damit will ich mich jetzt erstmal nicht anlegen. Ich mache mir mal ganz kurz einige Fackeln. Da drüben das Eisen möchte ich noch gerne haben. Nein, habe ich gesagt. Und ich weiß auch, dass es draußen wieder hell ist, daher möchte ich mal raus. Ja. Und das schnappe ich mir mal. Ich muss mir jetzt erst noch ein paar von den Schafen suchen. Und das Chicken nehme ich auch gleich mit, denn da kriege ich wenigstens ein
bisschen was an Futter raus. Okay. Machen wir erstmal hier das. Die Basics. Ich habe nicht genug Hobbles, du willst mich verarschen. Erster Crafting Table. So. Das heißt, wir machen erstmal hier einen Ofen. Ich habe genug Steinwerkzeuge, beziehungsweise Stein. Sonstiges, mit denen ich das Ganze hier befeuern könnte. Und das ist eine Matten. Esse ich erstmal und habe es natürlich wieder volles Leben direkt. Geil. Eine neue Steinspitzrakete muss natürlich auch sein. Und ich esse noch eins. Und wir haben jetzt immerhin schon mal genug davon. Was machen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, wir siedeln uns mal auf dem Berg an. Oder wir gehen dahinter und nehmen uns den Hügel. Ich möchte auf jeden Fall auf einer Anhöhe sein. Kann man damit irgendwas anfangen? Wahrscheinlich nicht so. Aber ich glaube trotzdem, wir werden hier für den Anfang mal bleiben. Und später vielleicht darüber gehen. Das heißt aber auch, ich brauche noch ein bisschen Clean Stone, ein Axt. Ich glaube auch, dass ich bis zur nächsten Folge schon mal ein bisschen was getan habe. Aber ich bin mir noch nicht sicher und ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Und vielleicht können wir auch mit dem Hügel da drüben was machen. Dass wir da vielleicht rüberkommen. Aber rein theoretisch, ich denke mal, ich könnte das jetzt auch komplett rausschneiden, wie ich das hier, wie hier die Bäume fälle. Und vielleicht werde ich das auch einfach bis zur nächsten Folge tun. So, a la Spark of Phoenix. Raft Attack Style. Ich muss diese ersten Folgen hier, muss ich unbedingt sehr schnell hochkriegen. Also online kriegen. Speziell jetzt die allererste hier, da ich irgendwann demnächst auch mit Livestreaming beginnen möchte. Sprich, das Ganze wird dann live auf YouTube und oder Twitch. Also Twitch eventuell, YouTube eigentlich immer. Wenn, dann mache ich so ein Multistreaming. Jetzt mal eine Schaufel und bauen hier ein bisschen was ab, ne? So, ich denke mal, dieses ganze Terraforming werde ich euch jetzt in einer kleinen Timelapse gezeigt haben. Es ist wirklich einfach nur die ganze Zeit Erde schaufeln. Hier kann ich noch ein bisschen was hinklatschen, dass es nicht so scheiße aussieht. Aber ansonsten ist einfach, ja, öde. Da ist nichts Spannendes dabei. Ich werde versuchen, das alles hier so auf dieses Level zu kriegen. Die Steine und den Granit. Die Steine und den Granit werde ich dann noch dementsprechend jetzt hier schnell abbauen. Und ansonsten denke ich, lasse ich es dabei mal mit der ersten Folge. Das war jetzt zwar grammatikalisch nicht korrekt, aber der Sinn dürfte verstanden worden sein. Und ja, ich denke mal, das wird dann auch als erste Folge reichen. Ich werde die aber noch dementsprechend jetzt gleich schneiden. Vielleicht könnt ihr die sogar schon morgen zu sehen. Für euch so als kleiner Hinweis, heute ist bei mir Dienstag. Morgen ist Buß- und Bettag. Dennoch habe ich da keine Schule. Und das bietet sich natürlich an, dass ich dann halt extrem viel spiele. Und nicht nur aufnehme, sondern auch streame. Und daher hoffe ich mal. Und natürlich ist hier noch ein. Es sind hier zwei. Zum Glück habe ich hier direkt in der Nähe den Spawn. Zum Glück hatte ich viel dabei. Also für mein Verhältnis.
Und ich hätte am Ende besser schlagen sollen. Naja, ich hole jetzt noch schnell meine Sachen und logge mich dann instant aus. Also wirklich instant. Natürlich. Tschüss.